Spiel. Nee, Spaß. Coole Spiele. Ja klar, gleich falle ich die Arme runter, obwohl ich Shift gedrückt habe. Dennis, jetzt sag du mir das mal als Experte. Sieht es nicht langsam so aus, als würde es Nacht werden? Ja, aber es ist uns doof. Mir ist es egal, weil wir haben ja super Waffen. Wir gehen dann in der Nacht Monster besiegen. Ach so, gehen wir gar nicht schlafen. Nee, schlafen ist für Heidens. Dann gucken wir mal für die Minecraft-Anfänger jetzt. Hier bla bla. Man sollte bei manchen Sachen aufpassen. Wie bei einer Kreatur, die will ich euch zeigen. Ja, da steht nochmal ein Zombie. Natürlich mit einem Schlag fast besiegt. Adios! Kommen die ersten Monster schon? Ja. Na dann schon. Das ist ein ganz normaler Zombie ohne Rüstung, ein der hat Charme. Wenn er brennt, kann er euch in Flammen setzen. Ja. Und das war er zum Zombie. Na dann komm ich mal. Dahin haben wir ein Skelett. Man sieht schon, hat einen Bogen in der Hand wie ich. Ich schieße es einfach ab und es ist direkt tot. Auf jeden Fall kann es mit dem Bogen schießen. Wie ich immer sage. Und ja, bla. Da ist die Kreatur, die ich euch zeigen will. Das bin ich? Nein. Achso, nein, ich bin aber auch auf dem Weg zum Zombie. Und hier sieht man ein Creeper. Der explodiert, wenn man ihn zu nahe kommt, kann ich gleich mal zeigen. Da, siehst du? Oh, und jetzt achtet mal bei mir hier, da ist das Skelett. Und ein Skelett ist selten nett. Deshalb muss man immer gucken. Ein, zwei Schläge, zack, zack, zack. Und schon. Und hier unten, da wo die Eins steht bei mir und beim Papa, da seht ihr, wie viele Level wir haben. Und jetzt müsst ihr immer sehen, eine ganz gefährliche Kreatur hier. Ein Schaf. Wow. Nee. So. Hier ist wieder ein Creeper, wie man den besiegt, ganz einfach. Mit dem Diamantschwert geht's ruckzuck. Wenn er nicht in die Luft fliegt, dann nehmen wir nochmal einen Bow und er ist tot. Oh, da hinten die roten Augen. Könnt ihr da hinten die roten Augen sehen? Das ist eine Spider. Ja, eine Spinne. Ah! Hat nichts damit zu tun. Ich meine, die älteren Zuschauer unter euch, die werden das vielleicht noch kennen, die Spider-Murphy-Gang aus dem Anfang der 80er Jahren, hat damit aber nichts zu tun. Oh, da ist noch ein Skelett und ich habe das mal schön besiegt. Das Problem ist, das Skelett ist halt immer mit Pfeilen. Oh, da kommt jetzt noch so ein Zombie. Da ist noch so ein Creeper. Man sollte auf jeden Fall aufpassen, der macht auf jeden Fall viel Schaden. Da oben ist auch ein Creeper, den schnapp ich mir mal. Vor allem Explosionsschaden, ich nehme mal einen OP-Apfel. Da ist eine Spinne. Oh, da ist der Creeper. Nein, er wird explodieren. Eieiei. Ich hab grad Glück, der Creeper hat einfach die Spinne oder das Skelett, hat einfach getötet mit seiner Explosion. Die Explosion hat mich jetzt gerade auch. Und das ist gerade richtig gefährlich. Das ist nämlich eine Witch, eine Hexe. Und sie wirft mit Tränen. Sie kann sich auch selber welche geben. Jetzt bin ich gerade verwechselt wegen dem Mistvieh hier. Töten wir sie mal. Und sie haben uns einen Sandkorn ausgespuckt. Und mein Inventar ist voll. Geil. Guck mal. Eieiei, ich habe mich selbst in Flammen gesetzt. Und wenn man keine Rüstung hat und keinen Apfel, okay, oder Apfel oder einen Mangold, Apfel. Ach da, so ein Hunde-Zombie, die sind besonders. Dann wird man auf ein halbes Herz runtergehen. Das ist wichtig für die Zuschauer. Ja, Entschuldigung, aber ich wurde gerade von Mini-Zombie angegriffen. Ja, die Mini-Zombies ziehen auch ein Herz ab, aber sind dafür viel schneller als der normale Zombie. Das wäre dazu gedacht. Und hier die böseste Kreatur der Welt, ein. Das bin noch ich? Nein. Ach so. Das sind Hühnerbeulen. Oh, da oben ist noch eine Spider. Hier komm, die schnapp ich mir. Nimm dies! Eieieiei. Das ist einer, das ist einer. Ah, der Berg sieht ja schöner aus. Mann, guck dir mal, genieß mal die Aussicht hier ein bisschen. Ja, ess mal Apfel. Ach, das bist du. Boah, ich wollte mich gerade erschrecken. Ja. Weil. Da unten seht ihr noch einen Zombie, da gibt es auch eine kleine Variante. Dann machen wir den mal zum Pudding.
Vielleicht haben wir ja auch Glück und wenn wir es. Und da drüben seht ihr schon was Helles und Höhle. Dann ist da natürlich Lava drin. Wir haben den auch nicht ausgeleuchtet, wir haben uns nur die Rüstung geholt. Das stimmt. Sollen wir da mal rüberstimmen, Dennis? Zu der Höhle? Nein. Oh, ich will gerade das Skelett mit dem OP-Gott abfüttern. Ja! Ei, ei, ei. Dann bekommt das übrigens OP, wenn du da mit Bautaste machst. Das passiert mir immer wieder, Mann. Also ich habe schon mal versucht, einen Zombie mit einem Brot zu erschlagen. Nein, einen Creeper mit einer Fackel. Und ein Creeper mit einer Fackel. Ich gehe mir das mit den Lava mal aus der Nähe angucken. Ja, ich auch. Ich habe dir dabei ein bisschen geholfen. Einfach nur, um zu sehen, ob das, was hier der Dennis erzählt, auch stimmt. Und dann übrigens, ich werde jetzt gleich in die Lava springen, es gibt nämlich Feuerresistenz, die bekommt ihr durch diesen Apfel. Und hier steht dann maximal 5 Minuten. Und jetzt habe ich nur 3, weil ich den vorher gegessen habe. Den läuft natürlich ab, passt nicht unendlich. Wo kann man das denn sehen mit der Feuerresistenz? Wenn du in dein Inventar gehst. Das ist übrigens das Inventar. Hier gibt es eine Schere, ja. Ein Stärketrank, ganz viele OP-Äpfel. Ach, da kann ich das sehen. Ja, Feuerwiderstand. 3,32. Ah, ich habe auch noch 3 Minuten. Also könnte ich da jetzt rein theoretisch reinspringen? Ja. Okay. Solange die Feuerresistenz macht. Juhu! Ja, da kannst du dann baden. Aber du brennst natürlich dann auch noch und wenn die Feuerresistenz abgelaufen ist. Also kann ich mich am besten löschen. Ja. Hui. Und übrigens, das wird zu Obsidian, wenn man dieses Wasser da drauf kippt. Das heißt, an kalten Tagen springt man am besten für ein kleines, angenehmes Bad ins Lava. Hier, da seht ihr schon ein Obsidian. Und wenn es dann zu kalt wird, so warm meine ich, dann ab ins Wasser. Nein, hier seht ihr schon ein Obsidian. Und das werde ich mal abbauen. Wo kann man denn eine schöne Obsidianfarbe machen? Und dann kann man ins Nether, richtig? Ja. Ihr seht, ich habe auch manchmal ein bisschen aufgepasst. So, was ist unwichtig? Hier, das Zeug hier. Dann nehmen wir mal, lassen wir es einfach mal verbrennen. Nein, Kobbel nicht. Och, komm schon. Ich gehe mir das mal genauer angucken. Weil meistens ist da, wo Lava ist, auch unermesslicher Reichtum. Okay, in diesem Falle halt nicht.